Und das hat mich jetzt wirklich umgehauen. Ich zitiere wörtlich: Die Restaurierung der Gedenkkammer auf dem Friedhof Wola zum Gedenken der Opfer des Warschauer Aufstands 1944. Da kann man ja drüber denken, was man will. Aber welchen Sachzusammenhang hat diese Friedhofsunterstützung mit dem aktuellen Ukraine-Krieg oder auch mit Covid-19? Es ist ganz einfach null, nada, nichts, gar keinen. Und damit ist es ein illegaler Titel. Ich sage Ihnen nachher die Reaktion der Regierung, als ich sie damit konfrontiert habe. Liebe Klartextfreunde, Sie haben uns gewählt, um Ihnen die großen Linien aufzuzeigen, um dem Großen zu opponieren, aber auch, und der Bundestag ist ein Arbeitsparlament, um die kleinen Sauereien, die teilweise gar nicht so kleinen Sauereien, die sich aber im Kleingedruckten verbergen, offen zu legen. Und ich nehme auch das ernst. Der Haushalt, den ich Jahr für Jahr verabschiede, ist ein Buch mit über 3000 Seiten, viele Einzeltitel, und wir greifen uns heute nur zwei dieser kleinen sogenannten Haushaltseinzeltitel heraus, die sich im Haushaltsausschuss unter dieser Überschrift im Tagesordnungspunkt 24 verborgen haben. Globale Mehrausgabe für Kosten im Zusammenhang mit Covid, darum ging es aber nur am Rande, und vor allem mit der Ukraine-Krise. Am Ende verbirgt sich da unter einen Topf von mehreren Milliarden, ein durchaus hoher Milliardenbetrag, Milliarden in Summe, der auf unglaublich viele Einzelpositionen verteilt wird. Und uns wurde ausdrücklich versichert von der Regierung, explizit, dass diese Mittel ausschließlich für einen Sachzusammenhang oder für Projekte im Sachzusammenhang mit diesem Thema Ukraine verwendet werden. Wohlgemerkt ohne Waffenlieferung, hier geht es um andere Dinge. Heutzutage wird ja hybride Krieg geführt, also auf allen Ebenen, von der Propaganda über wirtschaftliche Maßnahmen bis eben hin auch zur Feldschlacht. Und Corona ist auch noch ein bisschen drin, also es sind Sammeltitel, die an der Stelle bedient werden und aus denen die Regierung Milliarden rausnehmen kann, um Projekte zu fördern. Und ich werde Ihnen jetzt nur ein paar Beispiele geben, was mit Ihrem Steuergeld, denn das ist es letzten Endes, hier gefördert wird. Zunächst mal Förderung der journalistischen Arbeit. Wie? Was hat das mit der Ukraine zu tun? Nun, denn es klärt sich im Kleingedruckten auf. Es geht um russische, belarussische und ukrainische Medien im Exil in Deutschland. Exil-Propaganda-Unterstützung. Natürlich ist das ganz klassische Propaganda von Exilanten und natürlich damit völlig einseitig. Und natürlich ist der Unterschied zwischen Propaganda und Lüge nicht mehr sehr groß. Auf keiner Seite, das war noch nie so. Und am Ende waren Lügen noch nie ein Friedensbeitrag, in aller Regel verlängern Lügen den Krieg. Dann gibt es unendlich viele Stipendienprogramme, in diesem Fall für Kultur- und Medienschaffende, natürlich auch wieder aus diesen Ländern. Dann werden gefördert aus diesem Programm der Deutsche Musikrat, der Dachverband Tanz mit der Finanzierung des Projektes Help Dance, was wohl in irgendeiner Weise angeblich auch mit der Ukraine zu tun haben soll. Es wird finanziert das Internationale Literaturfestival in Odessa. Die Frontstadt Odessa hat sicher zurzeit nichts Besseres zu tun, als hochwertige Weltliteratur zu rezitieren. Es wird in Deutschland wiederum gefördert der Göttinger Literaturherbst, der schon immer ein linksextremistisch, eigentlich müsste man noch einen doppelten Superlativ draus machen, ein linksextremistisches Event war. Finanzierung von Veranstaltungen mit Ukraine-Bezug, das ist natürlich einerseits Hilfe der linksextremistischen Buddies und andererseits Propaganda, was auch sonst. Und dann werden Künstler unterstützt der UNIMA. Wie, Sie wissen nicht, was die UNIMA ist? Unglaublich. Sie haben eine Bildungslücke. Die UNIMA ist die Union Internationale de la Marionette, die internationale Marionettenspielvereinigung, auch die wird unter diesem Rubrum Ukraine-Förderung gefördert. Ihr Steuergeld bei der Arbeit, bei guter Verwendung. Das nächste Projekt ist das Projekt Sonnenstunden, Veranstaltung zum kulturellen Austausch. Mehr Details haben wir nicht bekommen. Ein weiteres Stipendienprogramm für geflüchtete Kultur- und Medienschaffende, Fonds Darstellende Künste. Da kann man sich richtig schön vorstellen, was da rauskommt. Unterstützung von Geflüchteten im Rahmen eines Residenzprogramms, Nothilfefonds für ukrainische Kulturschaffende. Das ist keine Doppelung, die ich jetzt sage. Es sind einfach lauter verschiedene Projekte. Alle zwischen einer halben und 5 Millionen, die da reingesteckt werden. Dafür können Sie richtig viele Künstler bekommen. Richtig viele. Dann gibt es das Netzwerk Förderung, immerhin auch mit mehreren 10.000 Euro Kulturschutzgut Ukraine. Also nicht etwa Kulturschutz in Deutschland, auch der deutsche Denkmalschutz ist unglaublich unterfinanziert, aber hier für die Ukraine hat man es ja. Erneut Stipendienprogramme
Dann das Humboldt-Forum. Was hat das Humboldt-Forum hier verloren? Nun, es fördert Stipendien für ukrainische Kulturschaffende. Man geht also gerne indirekte Wege. Das macht die Regierung ohnehin gerne. Gerade hat sie bei einer Debatte für die von uns aufgesetzt zu chinesischer Entwicklungshilfe vehement, papageienhaft verneint, dass China Entwicklungshilfe bekommt. Wir konnten nachweisen, dass es über 50 Positionen gibt, von denen aber keine direkt aus dem Haushalt geht, sondern eben alles über die berüchtigten NGOs oder sonstigen Foren oder Stiftungen läuft. Die nächste Stiftung hier in diesem Titel wiederum, ich bin wieder beim Thema, ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das ist die Stiftung, der zwar einerseits Frau Roth, Claudia Roth, Kulturstaatsministerin, das Preußisch wegnehmen will. Andererseits gibt sie aber doch gerne viel Geld rein für geflüchtete Kultur- und Medienschaffende, die ein Stipendien, ein Stipendium der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekommen. Die Deutsche Nationalbibliothek soll auch irgendwas bringen, wir haben nicht rausbekommen, was. Dann haben wir einen abstrakten Titel Einrichtungen und Aufgaben zur Pflege des Geschichtsbewusstseins. Da fragt man sich ja jetzt sofort, ist hier das deutsche Geschichtsbewusstsein gemeint, nachdem die Mittel von Frau Roth kommen aus ihrem Ministerium? Vermutlich nicht. Also geht es natürlich um das ukrainische Geschichtsbewusstsein. Und ich habe ja schon an anderer Stelle erklärt, eigentlich ginge es dann, wenn man weit genug zurückgeht, so ins 16. Jahrhundert oder bis ins 8. Jahrhundert, um den Kiewer Rus, das Kiewer Reich, die Wiege des Russischen Reichs und des heutigen Russland, das eigentlich in Kiew entstanden ist. Aber ich vermute, es geht nicht um dieses ukrainische Geschichtsbewusstsein. Vermutlich soll den Ukrainern von Deutschland aus ein ganz anderes Geschichtsbewusstsein eingeimpft werden, das nichts mit diesem Kiewer Rus zu tun hat, sondern wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Dann kommt an dieser Stelle mal wieder, das ist bestimmt die 20. Stelle, an der die Deutsche Welle Geld bekommt, völlig ohne Not, 3,2 Millionen zusätzlicher Zuschuss für die Deutsche Welle, die ohnehin schon massiv überfinanziert ist und in x anderen Titel von unserem Haushalt Geld bekommt. Und der offizielle Titel der Arbeit dieses Projekts ist Bekämpfung von Desinformation im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine. Also das ist ein Witz. Die Deutsche Welle ist ein Urquell von Desinformation. Ihre gesamte Berichterstattung ist komplett Hofberichterstattung. Und wenn die deutsche Regierung falsch liegt, und das liegt sie oft, dann wird die Propaganda von der Deutschen Welle massiv nachgeplappert. Es wird in der ganzen Welt immer ganz viel gemacht, nur nicht die Wahrheit verbreitet. Also hier Geld reinzugeben zur Bekämpfung von Desinformation ist orwellianisch pur, komplette Verdrehung. Wir haben schon wieder einen Titel, 105.000 aus diesem Programm, Stipendienprogramm für geflüchtete Kultur- und Medienschaffende. Ich wiederhole mich also nicht, es sind immer andere Programme. Dann gibt es ein Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Auch hier werden Kulturgüter in der Ukraine geschützt. Warum mit Ihrem Steuergeld? Sagen Sie es uns, nachdem ja Frau Roth auf die deutsche Kultur überhaupt gar keinen Wert legt. Wechseln wir das Ressort, jetzt geht es ins Auswärtige Amt. Frau Baerbock, sie legt Programme auf, auch unter dieser Überschrift Ukraine-Hilfe wohlgemerkt. Einzahlung im humanitären UN-Fonds Sudan. Wow, als ob im Sudan auch jetzt irgendwelche Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu spüren wären. Jedenfalls, sie müssen sich dafür verantwortlich fühlen, denn sie bezahlen es. Dann die UNDP-Programmatik. Es geht auch wieder um irgendwelche Nachhaltigkeitsprojekte in Nordwest-Nigeria und in Westafrika. Krisenpräventionsprojekte der PATRIP. Sie müssen es nicht kennen. Auch das läuft alles unter Ukraine, hat mit der Ukraine aber nichts zu tun. Kein Sachzusammenhang, das ist alles illegal. Es geht gegen haushalterische Grundsätze. Ernährungssicherheit in Nordostsyrien. Leveraging innovative technology in Syria. Auch wieder in Syrien. Unglaublich, hat nichts mit dem Krieg zu tun. Dann gibt es die Energie- und Rohstoffaußenpolitik im Hause von Frau Baerbock mit einem Ukraine Energy Support Fund. Das mag ja vielleicht Sinn machen, würde aber auch in Deutschland eine Menge Sinn machen, Frau Baerbock. Wir bräuchten hier auch eine Menge Energy Support. Das ist absehbar. Dann die politischen Stiftungen, über die ich ja auch schon oft berichtet habe, von denen es jede Partei im Deutschen Bundestag eine hat.
bekommen noch mehr Geld. Sie haben ohnehin schon 650 Millionen hier aus diesem Titel gekommen sind, nochmal 2,5 Millionen dazu. Zum Beispiel die Rosa-Luxemburg-Stiftung der Linken mit einem Kriegsdialog, okay. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, Unterstützung der gesellschaftspolitischen Zusammenarbeit, Zivilgesellschaft, Stärkung der Resilienz, der Naumann-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung mit exakt dem gleichen Titel, das ist auch bemerkenswert. Heinrich-Böll-Stiftung und Friedrich-Naumann-Stiftung der FDP machen Projekte mit genau dem gleichen Titel. Stärkung der Resilienz westlicher Demokratien als Reaktion auf den Ukraine-Krieg und seine Folgen für Europa und die Welt. Wörtlich gleich. Ist sowas Zufall oder ist es nicht einfach ein Gießkannenprinzip, das praktisch das Auswärtige Amt das Thema vorgegeben hat? Strickt uns ein Projekt und wir liefern euch auch gleich das Geld dazu. So läuft das nämlich in der Praxis. Das merken Sie aber nur, wenn Sie die Exekutive stellen. Wenn Sie die Regierung stellen, wählen Sie darum die AfD in die Regierung. Wir können das von der Opposition vielleicht sagen. Ab und zu merken wir es mal. Eins von hunderten dieser Projekte können wir finden. Das ist absurd, dass hier erst das Geld auf den Tisch gelegt wird, der Zweck von der Regierung vorgegeben wird und dann angeblich unabhängige politische Stiftungen genau das exekutieren, was Frau Baerbock will und am Ende irgendwelche Broschüren rausgeben, in denen dann sie, das Volk, beschallt wird mit Lügen. Deutschlandbild im Ausland, der Fremdsprachendienst Balkan bekommt Geld, JournalistInnen zur Stärkung des unabhängigen Journalismus bekommen ganz viel Geld, 5,5 Millionen. Das sind aber wohlgemerkt nicht die in Deutschland, die alternativen Medien in Deutschland bräuchten dringend Unterstützung. Unabhängiger Journalismus ist ja praktisch ausgestorben in Deutschland, zumindest der bezahlte. Aber hier geht es vermutlich auch um die Ukraine und um deren Menschen. Also immerhin ein Sachzusammenhang, aber natürlich kein sinnvoller. Dann haben wir, und das hat mich jetzt wirklich umgehauen, ich zitiere wörtlich, die Restaurierung der Gedenkkammer auf dem Friedhof Wola zum Gedenken der Opfer des Warschauer Aufstands 1944. Da kann man ja drüber denken, was man will. Aber welchen Sachzusammenhang hat diese Friedhofsunterstützung mit dem aktuellen Ukraine-Krieg oder auch mit Covid-19? Es ist ganz einfach null, nada, nichts, gar keinen. Und damit ist es ein illegaler Titel. Ich sage Ihnen nachher die Reaktion der Regierung, als ich sie damit konfrontiert habe. Das Goethe-Institut, Stipendien für Kulturschaffende aus der Ukraine, ein Webportal, Mein Weg nach Deutschland. Da fragt man sich ja doch, ob jetzt hier den ukrainischen Flüchtlingen per Webportal noch der Weg aufgezeigt wird. Da wäre mir ja schon in guter Tradition zu den syrischen, afghanischen, pakistanischen, indischen oder was auch immer Flüchtlingen, sogenannten Flüchtlingen, denen ja auch der Weg nach Deutschland in ihrer Heimatsprache im Netz geebnet wird. Der Deutsche Akademische Auslandsdienst bekommt im Rahmen dieses Titels Geld. Stipendien soll er damit rausgeben. Noch mehr Stipendien von anderen Institutionen, die ich Ihnen jetzt erspare. Das ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Blättern wir weiter. Es ist ein ganzes Konvolut von mehreren Dutzend Seiten. Erwerb von Sanitätsmitteln und Sanitätsmaterial. Auch das kann ja vielleicht sinnvoll sein in Deutschland, hätte aber nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Oder doch? Begründung im Text hier. Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine muss auch in Deutschland mit einem Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten in der zivilen Verteidigung mit thermisch-traumatischen Verletzungsmustern sowie die Verletzungsmustern durch CBRN-Wirkmittel in der Bundesrepublik gerechnet werden. CBRN ist chemisch-biologisch radioaktiv nuklear. Weiß da jemand mehr? Denkt jemand voraus? Redet man von Verletzten, die aus der Ukraine hierher geflogen werden? Oder denkt man schon so weit, dass Deutschland Kriegspartei ist, sodass diese Opfer auch hierzulande Opfer werden könnten? Tja, man weiß es nicht. Ging nicht daraus hervor. Ich habe auch keine Antwort bekommen auf meine entsprechende Frage. So ist die Regierung. Es ist die Arroganz der Macht. Und doch sind diese Titel am Ende transparent und sprechend. Gefahr eines Stromausfalls wird hier heraufbeschworen und man gibt 3 Millionen frei für Notstromanlagen, für die Wasserversorgung und auch für Strom. Auch hier völlig unklar, ob in Deutschland oder in der Ukraine. In der Ukraine wäre der Sachzusammenhang gegeben, aber in Deutschland wäre es auch nötig, diese Notstromanlagen aufzubauen. State Emergency Service of Ukraine, okay. Energiewechsel. Kampagnen, also Energieeffizienzkampagnen in Deutschland sind in diesem Titel drin. Und immerhin 35 Millionen nur für dieses kleine Titelchen. Also innerhalb eines großen Titels mit 20 Seiten Projektbeschreibung ist das eine Zeile. 35 Millionen Energiewechselkampagne. Und es ist nicht klar, was damit gemeint ist. Ich vermute, es geht halt mal um erneuerbare Energien, hat also schlichtweg nichts, auch gar nichts, weder mit Covid noch mit der Ukraine zu tun. Das ist aber die einzige Begründung, wonach aus diesem Titel Geld fließen dürfte. Mein Vorwurf an die Regierung wurde mit schweigender Arroganz bedacht.
Dann gibt es Rechtsberatung zur Stabilisierungsmaßnahmen systemrelevanter Mineralölunternehmen. Fragt man sich wirklich, warum Mineralöl- und Gasunternehmen Rechtsberatung bekommen sollten, warum es von der Regierung bekommen sollten, warum sie aus diesem Titel bekommen sollten, warum sie es am Ende zahlen sollten und warum das Ganze unter Ukraine-Überschrift läuft. Das ist alles hanebüchen und verrückt. Förderung von Medien in Kooperationsländern, 5 Millionen, da sind wir wieder bei der Propaganda, auch wenn es natürlich hier heißt, kritisches Denken gegen die Desinformation. Nicht mal Desinformation bekämpfen, sondern kritisches Denken gegen Desinformation. Förderung von ukrainischen Medienzentren, auch so wird Propaganda gemacht, überall. 50 Millionen für einen Titel Resilienzförderung für südsudanesische Geflüchtete im Südsudan. Immerhin wissen wir jetzt mal, dass es, wo es ist diesmal, im Südsudan. Südsudanesische Geflüchtete, in aller Regel flüchten die nach Nordsudan, weil sie halt ethnisch nicht ganz reinpassen, aber ich kann mich jetzt täuschen. Das gleiche in Burkina Faso, Mauretanien, Niger, Tschad, Kenia und in Diffa, wenn Sie das nicht wissen, das ist eine Region im Niger. Partnerschaft für Resilienz und soziale Kohäsion, alles unter Ukraine-Überschrift. Und ja, da kann ja vielleicht auch was Sinnvolles dabei sein. Irgendwo eine Hungerbekämpfung, irgendwo eine Christenunterstützung vom Südsudan. Mag sein, aber es hat hier nichts verloren. Das ist eine Riesensauerei schon aus haushalterischer Sicht. Denn meiner Meinung nach sind es auch zu 90% Titel, die man überhaupt gar nicht verausgaben sollte. Nahost, Afrika, Lateinamerika, Unterstützung von Flüchtlingen steht hier. Hat nichts mit der Ukraine zu tun. Das sind völlig andere Weltregionen. Und das Beste, ein Heizkostenzuschuss. Für wen ist nicht ganz klar? Es geht wohl nicht um ukrainische Flüchtlinge. 106 Millionen Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz. Das gehört in einen völlig anderen Titel. Das gehört in ein völlig anderes Ressort. Das gehört in den Arbeit und Soziales und meinetwegen noch in ein, zwei andere Bauministerien, aber jedenfalls nicht in diesen Titel. Nach dieser langen Aufzählung, die ich in ähnlicher Form der Regierung gemacht habe im Haushaltsausschuss, kam eine ganz kurze Antwort, und zwar von beiden Seiten, von Frau Roths Kulturministerium und vom Auswärtigen Amt, fast wortgleich. Ja, Herr Böhringer, wir sehen diesen Sachzusammenhang. Das war alles. Es gibt ihn natürlich nicht oder nur hochkonstruiert. Mein Gott, jeder ist mit jedem über 10 Ecken verwandt auf dieser Welt. Und so kann man natürlich sagen, über 10 Kausalschlüsse, mehr oder weniger logisch, kann man immer einen Bezug zur Ukraine herstellen. Aber das ist absurd. Das ist die Arroganz der Macht. Und dann wurde mir noch gesagt, ja, aber was wollen Sie denn? Die Mittel fließen doch ab. Ja, natürlich fließen sie ab, diese Mittel. Darauf ist die Regierung noch stolz, dass die Mittel abfließen. Wenn man Projekte so strickt, dass sie nur darauf warten, dass das Geld abgeholt wird, dann werden diese Projekte ins Leben gerufen, dann wird das Geld natürlich abfließen. Und grundsätzlich ein ökonomischer Grundsatz und auch ein staatshaushalterischer Grundsatz ist, wenn Geld auf dem Tisch liegt, wird es abgeholt. Das ist immer so. Lasst euch nicht länger auf den Arm nehmen. Ändert es. Und ihr könnt es, wenn ihr nicht die Revolution ausrufen wollt oder wenn ihr euch nicht in Esoterik oder in die Auswanderung flüchten wollt, nur auf dem parlamentarisch-demokratischen Weg tun. Das ist der Weg der Wahl. Das ist der Weg, die Alternative, und zwar die einzige Alternative, anzukreuzen. Sagt nicht hinterher oder lasst euch nicht sagen, ihr habt es doch so gewählt bzw. gewollt. Wählt anders, wählt endlich anders, wählt nachhaltig anders. Ihr müsst uns mehrere Jahre wählen, bis wir überall durch die Institutionen durch sind und diesen Irrsinn abstellen können. Es geht nicht aus der Opposition alleine heraus. Wir brauchen die Ministerialbürokratie, wir brauchen die Macht. Das Beste ist immer noch ein schlanker Staat, der gar nicht so viel Geld hat, um so viel Blödsinn veranstalten zu können. Wählen Sie uns, abonnieren Sie diesen Kanal, aktivieren Sie die Glocke, Ihr Peter Böhringer.